willkommen wieder zurück zu einer neuen spannenden Folge Minecraft Spellstorm. Flo, wie findest du Minecraft Spellstorm? Minecraft Spellstorm ist atemberaubend. Ja, Mann, dieses Video und so, das ist alles sehr witzig und so. Wir sind sehr freudig drauf. Warte einen Moment, ich muss jetzt ganz kurz hier mich umdrehen. Alles klar, hi Leute, willkommen zurück zu Minecraft Spellstorm. Oh, hallo meine Freunde, ihr habt es gerade eben gesehen, durch den Hutwechsel von Flo ist es tatsächlich gelungen, uns jetzt mal ein bisschen Motivation hier mit reinzubringen. Da kommt ein bisschen Motivationskick hier rein. Ja, immer diesen Motivationskick. Und wird Flo, übrigens ich sehr geil, dass wir bei Nacht anfangen. Warte mal, Flo, warte mal, bleib eben kurz pennen, einen Moment, so. Ging das nicht irgendwie damals irgendwie in Minecraft? Ah Mann, früher konnte man Schlafenden platzieren und dann ist er irgendwie gestorben, als er aufgewacht ist. Aufgewacht. Mittlerweile spawnst du irgendwo in der Nähe. Das finde ich voll scheiße. Ich fand das früher immer voll geil. Als klebt auf meinem Fenster Blut von deinem Kopf. Ja, Flo, da bist du selber schuld, wenn du solche Actions machst bei dir zu Hause. Und Hardcore Swag. An die Leute, die es nicht wissen, in der letzten Folge waren wir bei Flo in einer komischen Mine und da haben wir so viel komisches Zeugs gefunden. Und Roman, du hast einen Zauber ausprobiert in der Höhle, ne? Und richtig, da habe ich ja diesen einen Zauber, wo man hier irgendwie so ganz komische Teile platzieren kann, die einfach nur leuchten. Das heißt, ich kann jetzt dieses Gras hier ersetzen, ein Creeper, durch ein leuchtendes Teil, das leuchtet dann. Denn heute werden wir so einige Themen ansprechen und nebenbei noch ein bisschen unser Dorf ausbauen. Hm. Beziehungsweise unser Camp. Flo, weißt du, was wir noch gefunden haben? Das habe ich gerade eben in meinem Inventar gefunden. Ich kämpfe gerade gegen einen Dark Creeper. Gegen einen Dark Creeper? Dann wünsche ich dir natürlich sehr viel Glück, Flo. Und ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes zeigen. Denn heute... Wie macht man die? Oh, congratulations, Flo. Flo, wir haben ja letztens in diesem Dungeon haben wir ja Bombflowers gefunden. Sag mal an, wie kann man die... Flo, du stirbst gerade. Ja, ich habe nur ein halbes Herz. Da kommt eine Hexe. Nur neben Lab auf Stern. Oh nein, Flo, jetzt bin ich erkrankt. Warte, wie kann man das machen, Flo? Nur neben Lava auf Stein. Nur neben Lava auf Stein. Sauber. Ja, und die kannst du nicht mal abernten, sondern die explodiert direkt, wenn du die abbaust. Hä, nein, die muss man bestimmt abernten können mit einer Schere oder so. Roman, jetzt ernten wir erstmal ein bisschen Kartoffeln, weil für die Karotten im Modkiste ist nicht genug. Die Leute, stimmt, wir müssen jetzt erstmal Kartoffeln machen, weil Karotten sind nicht reich. Das ist immer so das Geilste, Mann. Oh, Mann. Stimmt, Roman. Die Leute hassen es ja, wenn du im Modkiste die ganze Karotten abbaust. Stattdessen einfach Kartoffeln ab. Ja, Mann, Alter. So Leute, da sind wir wieder. Ich musste gerade eben noch kurz den Mixer ausschalten, der im Hintergrund bei mir gearbeitet hat. True Story. Und Sim, sagst du? Flo, wir kommen jetzt erst... Ja, Sim auf jeden Fall. Wie auch in GTA, weil, weißt du, als in GTA... Leute, jetzt klingelt es an meiner Tür! Alter, da hat es jetzt an der Tür geklingelt. Ich musste den Mixer ausschalten. Und jetzt, vielleicht, ja, wenn es geht... Würde jetzt bitte keine Klingel mehr kommen. Gleich kommt wieder ein Cut, pass auf. Nein, da passiert nichts. Es bleibt alles okay. Noch ist alles in Ordnung. Jedenfalls, wir wollten heute ein Thema ansprechen, Flo, oder nicht? Irgendwie in Spellstorm, irgendwie so ein bisschen, irgendwie sowas. Ja, da war ja was, irgend sowas. Aber bevor wir das irgendwie machen, Flo, ich habe 8 Level gefarmt in der letzten Folge von dir. Ich habe die ganze Zeit einfach nur Lichter platziert. Geh mal auf den Oculus und schau auf... Oh, ich habe auch 2. Oculus. Wie viel hast du blau? Blau habe ich 4. LOL, oh, das ist richtig viel. Dann kannst du 4 neue Sachen ableveln. Ich habe nur 2. Ich habe hier einmal Torches, dann Binding, Not Learned und dann Night Vision. Um ehrlich zu sein, finde ich das irgendwie richtig scheiße, meine Kombination, Flo. Meine Kombination ist nicht einfach nur scheiße, sondern tatsächlich irgendwie schlecht. Wo bist du? Binding brauchst du nicht. Mhm. Was kannst du noch machen? Feather Touch und Mining Power. Nur, ich kann Mana Regeneration lernen. Wo? Wenn du auf Talents gehst, kannst du Mana Regeneration 1 lernen. Das ist voll cool. Oder du kannst Color Talents lernen. Lol, Color? Heißt es, man kann dann seinen Zauber einfärben? Weiß es nicht. Oder Affinity, nein, sieht zu kompliziert aus. Lol, keine Ahnung. Also jedenfalls, Leute, wir gehen in voll verschiedene Richtungen. Du bist so voll der... Keine Ahnung, der Tool-Typ, der Utility-Typ und ich gehe voll Richtung Angriff. Ja, aber weißt du, ich frage mich gerade eben, in welche Richtung ich mich entwickeln soll. True Sight, bleib, bis ich mich da unsichtbar machen kann, Alter. Das ist ja übelst krass, Mann, das dauert ja mega. Blink kann ich später vielleicht erlernen, wenn es gut geht. Stimmt. Ja? Das ist geil. Aber grün hast du noch nicht, ne? Grün habe ich noch gar nichts. Wie kriegt man Was ist denn bei Defense? Da gibt es Leap, Slowfall, Haste.
Was ist Self? Soll ich das mal erlernen? Dann kann ich vielleicht Nee, das ist was du auf dich selber anwenden kannst. Oh, cool. Lass das mal erlernen, Flo. Free. Einfach so aus Just for Fun. Wie gesagt, ich gehe voll auf Angriff da, ja. Okay, dann gehe ich voll auf Defense. Ich habe jetzt Self. Okay. So, jetzt kann ich Regeneration lernen oder Leap. Leap ist Sprungkraft. Ah, Leap ist I take Leap. So, jetzt habe ich Leap genommen. Bei Regeneration hättest du dich schrumpfen können. Echt jetzt? Das kann ich auch noch erlernen. Regeneration, Shrink. Healing. Cool, dann nehme ich Regeneration noch mit. So, und Shrink. Soll ich Shrink noch lernen? Mach Shrink, ich will wissen, ob du dich wirklich schrumpfen kannst dadurch. Okay, so, ich habe das jetzt alles erlernt. Wie mache ich das jetzt? Ja, das wird ein neuer Zauber und du machst wieder endlos. Ja, das ist ja alles gut. Neu. Das machen wir dann irgendwann später. Ja, das machen wir in einem Livestream vielleicht mal. Ja, irgendwie sowas, weil Zauber Leute, wir werden das Projekt ja auch irgendwann mal streamen. Ja, Mann, das Zauber benötigen einfach mega viel Zeit. Und wir wollten eigentlich heute ein Thema ansprechen, was sich irgendwie sehr viele Leute derzeit fragen, weil viele Leute sagen, ich such mal hier ein paar Ärzte und Body Up, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Ein paar Monster. Ach, Flo, du musst mir noch eben ganz kurz sagen, wie erweitere ich meine Kiste, Flo? Mit Gold oder Silber oder was weiß ich? Du baust dir, warte, das Upgrade ist, du brauchst 8 Eisen. Okay, 8 Eisen. Ich habe ein Eisen. Wenn ich jetzt aber an deine Truhe gehe, habe ich definitiv mehr Eisen. Erzähl weiter. Meine Mineralientruhe ist oben. Oben im Dachboden. Ja, ich habe sortiert. Lol, wie viele Truhen hast du denn schon? Ich hab mir ein bisschen ein Sortiment aufgebaut, verstehst du? Okay, verstehe. Warte, ich lasse dir noch was Sinnvolles übrig für das Eisen. Ah, nee, doch nicht. Nimm dir einfach 8 raus. Ja, 8 Eisen. Ordnest du wie eine. Leute, hier ist wieder eine neue Blume. Oh. Was ist das? Tamaroot. New Entry unlocked. Interessant. Also die ganzen. Wie soll ich das machen? 8 Eisen wie eine Truhe und Holz in der Mitte. Holz in der Mitte. Spruce Wood. Ah, perfekt. Tatsächlich. Ah, cool. Jetzt habe ich ein Silber-Upgrade. Ich habe ein Silber-Upgrade bekommen. Von Silber-Upgrade und Kisten zu upgraden. Ja, da steht ja Wood to Iron oder Silver to... Da steht Wood to Iron. Ah, okay, das ist okay, richtig, okay. Oder? Ist das richtig? Silber die Farbe. Ja, aber es gibt auch eine Silbertruhe. Ach so, nee, hier Iron. Oh, es hat funktioniert. Perfekt, Flo. So, jedenfalls, daher, dass die Leute die ganze Zeit noch auf das Thema warten. Es sieht so aus, dass uns viele Leute per Twitter wieder Fragen gestellt haben. Und da war einer darunter, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Tut mir leid, dass ich dich vergessen habe. Aber es sieht so aus, dass der eine gefragt hat, Flo, wie sind wir eigentlich so groß geworden, wie wir jetzt sind? Weil wir haben tatsächlich Zuschauer, Flo. Wir sind groß geboren. Was sagst du? Das ist so, du erstellst dir einen YouTube-Channel, wenn du Glück hast, hast du einfach auch mal 150.000 Abonnenten durchs Nichts. Ja, klar, ich meine. Du musst dich nicht anstrengen, musst nicht mehr Videos davon machen. Du hast sie einfach. Du musst doch gar nicht schwitzen, Roman. Ja, man muss nicht mehr schwitzen. Ja, man muss im Sommer keine Videos aufnehmen oder so. Nein, du bist einfach instant der YouTuber. Ja? Ganz einfach. Ja, und jetzt einfach mal von dem Spaß abgesehen, es sieht so aus, hinter diesen zwei Kanälen, die ich und Flo führen, ja, also jeweils einer, da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Das ist an Leute, die sich denken, yo, ich möchte mal mit YouTube jetzt demnächst so anfangen, weil YouTube, das liegt mir einfach, ja, ohne das mal davor gemacht zu haben. Ich kann euch sagen, YouTube-Videos machen und... Ja gut, es gibt verschiedene Level. Mhm. Es gibt das, wo man einfach nur aus Spaß irgendwas macht. Und Qualität und so einen einfach nicht juckt, wenn man Spaß dran hat, was man macht. Oh ja, das ist der beste Anfang eigentlich. Oh ja, wenn man einfach nur Spaß hat am Anfang. Mehr nicht. Genau. Und Leute, das ist eines der Grundgeheimnisse von YouTube. Wenn man Spaß hat an dem, was man macht, dann kommen Zuschauer einfach vom selbst. Wenn man nicht gerade sehr unprofessionelle Technik ist. Ja, weißt du, es sieht wirklich so aus, wenn man so dieses Gefühl hat von, jo, ich muss jetzt unbedingt berühmt werden, weil ich einfach, YouTube anzufangen mit dem Ziel, groß zu werden oder Geld zu verdienen oder eine Community aufzubauen oder einen Rang auf dem Server zu bekommen, weil man YouTuber ist. Es gibt wirklich Leute... Ich habe das wirklich schon von ein paar Zuschauern gehört. Das heißt, die wollen einfach YouTuber werden, um einen Rang zu bekommen auf einem Server. Ja. Wow. Sowas, ja. Wirklich, Leute, das ist wirklich das Letzte, was mich interessiert. Wirklich das Allerletzte, was mich interessiert. Weil ich sowieso auf der Hälfte der ganzen Servers gebannt bin. Aber das passt schon.
Ach, wisst ihr was? Ich meine, selbst wenn wir nicht gebannt wären, ich meine, Server sind nicht so unsere Interessen. Ja, das stimmt allerdings. Also dieses ganze wir waren aber einmal, ja. Also damals, als dieses ganze Survival Games und so mega im Hype war und das jeder gespielt hat, haben wir das natürlich auch gespielt. Das war klar. Also es war schon ganz cool damals, die Trouble in Mind World und so ein Schrott, ne? Oh, das ja. Fand einfach jeder in dieser Zeit interessant, ja? Und ich dann halt eben auch und Flo, du bestimmt auch, weil wir waren dabei. Ja, klar. Hyperino drin und das war, da hat man sich einfach alle Folgen immer angesehen bei den ganzen YouTubern. Aber inzwischen, Alter, hat man da einfach den Hals voll, wenn man sich das so, wenn man da so zusieht, dass das Leute immer noch spielen nach zwei Jahren. Das ist so Jahren. Wie, was war das für eine Serie? Ich weiß nicht, was das für eine Serie war, also ich habe das nicht gesehen, aber ich glaube, das war, wo war das? Grey's Anatomy hieß sie oder so. Das war das, ich weiß nicht, ob das die Serie ist, Leute. Also Grey's Anatomy ist so eine Housewife-Serie, wo irgendwie so ganz viele Frauen. Ja. Ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht, ich hab's nur gehört. Jedenfalls gab es eine Serie, die war eigentlich so nach einer gewissen Staffel zu Ende, aber die haben es einfach nur noch einfach wegen Kommerz weitergemacht und oh, man hat das gemerkt. Das ist so wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Let's Play mache und das bei der 100. Folge ein perfektes Ende hat. Aber. Weil es halt irgendwie, keine Ahnung, weil es so gut ankommt, mache ich es einfach weiter. Mache ich es einfach aus Zwang weiter und das ist voll nicht richtig, wenn man sowas macht. Sowas ist dumm, Ja, das stimmt. Also wenn, wirklich, wenn, man sollte einfach Sachen wirklich richtig behandeln, ja. Das heißt, man sollte auch, weißt du, was mega wichtig ist, Flo? Von Projekten, was? Die mega gut laufen, ja, dass man da dann Brauchst einfach aufhört. Ich baue gerade nicht, ich muss Sand abbauen, damit ich Dings bekomme, Glas. Roman, ich habe eine Sombrero! Du hast ein Sombrero? Lol, geil. Ich habe ein Sombrero bei mir zu Hause. Das wissen Wollen wir schlafen einige. Gehen? Ja, geh mal bitte schlafen. Ich baue gerade Sand ab, damit ich mir Ja, Glas warte, warte, warte. Ja, ey, wir müssen beide schlafen, glaube ich. Oh ja, warte, ich komme kurz heim. Jedenfalls, ja, warte, ich kann nicht heim. ja, ich bin auch gerade nicht zu Hause, Flo. Hä? Ja, warte, warte. Ich bin gerade am Sand abbauen gewesen, Flo. Einen Moment. Boah, Roman. Du musst doch auch auf mich achten, Flo. Warte mal. Ich bin gerade irgendwo, wo Sombrero-Schweine rumlaufen. Ja, warte, warte, warte. Du kannst da an deinen Sombrero-Schweinen bleiben, Alter. Und jedenfalls, was ich noch den Leuten kurz auf den Weg mitgeben wollte. Man sollte immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, also so Projekte mitgesehen und was weiß ich. Ganz besonders bei Gewinnspielen, ja. Da sollte man am besten immer aufhören, das ist sehr wichtig. Denn es gibt so einen Streamer, den gucke ich immer noch sehr gerne. Das ist, Flo, du kannst übrigens mal Disconnect bekommen oder so. Oh, du hast ein Disconnect bekommen. Oh, das ist natürlich, sorry. Das ist natürlich nie, das kann passieren, Flo. Jedenfalls, es gibt so einen Streamer, der hat so angefangen, so Blackjack zu spielen im Internet. Und Blackjack ist sowas wie, ist so, wie soll ich sagen, das ist so ein Kartenspiel und da muss man irgendwie so gegen einen Poker-Typen spielen. Und jedenfalls, ich möchte das jetzt nicht erklären, aber das ist auf jeden Fall ein Glücksspiel. Und der hat $1,000 oder so reingesetzt und hat das dann gewonnen. Aber dann wollte er noch mehr gewinnen, ja, und hat dann verloren. Ja, das heißt, eine gute Botschaft von mir ist tatsächlich, hört immer dann auf, wenn es am aller schönsten ist. Ne, Flo? Ich dachte, die Botschaft dahinter ist, werd nicht wettsüchtig und gambling-süchtig, aber okay. Ja, okay, gut. Ihr solltet auch unbedingt nicht irgendwie anfangen, Automat zu spielen. Automat, Alter. Alter, Roman, das sind so viele komische Sachen, die Leute nicht verstehen werden. Ja, nee, Automat, das wissen ja die Leute, was das ist, ne? Automat sind ja diese Slotmaschinen-Automaten, wo den Leuten immer versprochen wird. Weil ich drehe jeden Tag Automat. Ja, es gibt so ein Lied, das und da ist wirklich, da ist die Botschaft aber wirklich dahinter, so von dieser Sucht, von diesen Automatensucht und sowas. Da wird ja davon gesprochen, ne? Das ist einfach, ich bin ein Rapper und ich will gut werden. Stimmt allerdings, das kann vielleicht auch sein. Aber ich sehe dahinter eine Message, Flo. Ich weiß ja nicht, was du die ganze Zeit denkst. Aber ich denke eine Message. Ja, ich denke immer über Leute, hier ist Babyzombie. Roman, komm her. Komm her, hier ist was richtig Komisches. Wo bist du denn? Ich bin, hier sind Bäume. Bist du rechts gelaufen? In welche Richtung bist du gelaufen? Bist ich du bin Süden nach gelaufen? Süden. Okay, dann vom Camp aus oder von wo? Ah, ich hol dich ab. Aber ja. Roman, schnell, ich lauf jetzt einfach mal nach Süden. Ich weiß nicht, wie lange das noch bleiben wird. Ja, was denn? Schnell. Ich weiß es nicht, da liegen 100 Millionen Sachen rum. Hä? Warte mal, Flo. Ganz. Komm mal, ich lauf gerade Richtung Süden. Ich weiß nicht, wo du bist, Flo. Schnell. Nein, ich hab eine Mutterspinne gerade gekillt. Hä, wo bist du? Ich bin hinter deinem Haus. Hä, bist du über den Pazifik geschwommen? Boah, nein. Boah, Roman, du bist so. Schnell. Wo, lol, ich hab grüne Pilze. Flo, wo muss ich denn überhaupt hin? Nein, bist du hinten? Ich seh dich. Wo? Ja, komm mit.
Wo bist du denn? Hinter dir! Wo? Da drüben, guck, was da ist! Was ist da? Ich hab keine Ahnung! 100 Millionen Sachen! Was geht hier ab? Und da ist Lava. Lol, hier sind voll viele Items, Flo. Ich weiß auch, ja! Lol, ich hab... Aber pass auf, was... Lol, die verbrennen nicht? Hä, was ist das? Das ist keine Lava. What the fish? Flo, was ist das? Ich weiß nicht, das ist ein Grabstein. Hä? Ich hab Eisenkupfer? Green Potion. Copper Eggs. Bronze Chestplate, cool, die leuchtet sogar, die will ich anziehen. Flo, ich hab was war da alles? Was war da alles? Flo, lol! Guck mal, was ich hab! Flippers! Was sind denn Flippers? Lol. Flippers? Ist das nicht so? Das sind so Schwimmflossen! Lol. Das sind Schwimmflossen! Gib, guck mal, warte mal, lass mal ausprobieren, oder? Ne, oder warte mal. Ich will Flippers. Ja, hier, nimm deine Flippers, ich schau, was ich noch so hab. Flippidi-dupp. Lol, Flo! Was? Peters Tagebuch. Was? Lol, das war Peter? Peter. Lol, weißt du noch? Ja, stimmt. Peter ist der Typ, den Joe umgebracht hat, gell? Warum hat der nochmal umgebracht? Nein. Joe ist der Typ, der Peter umgebracht hat. Hä, was? Achso, stimmt. Lol. Liebes Tagebuch. Ganz einfach hole ich mir die Tür und schwimme über den Pazifik. Hey, du hast tatsächlich ein Tagebuch von dem gefunden. Ja. Ganz einfach. Hole ich mir die Tür und schwimme über den Pazifik. Ich meine, was soll schon Großes passieren? Schnappst dir schnell die Tür und sackst dir 45.000 Saphire an. Es gibt keine zweite Seite. Ja. What the fish, Flo? Ich meine, Peter, ja. Willst du mir erzählen, dass das hier Peter ist? Nee, das ist nicht Peter, Roman, das war Peter. Alter, warte, Flo, langsam habe ich tatsächlich das Gefühl, dass Joe tatsächlich nicht so der Nette ist, wo ich so immer so... Roman, guck mal, ich bin doch kleiner Peter. Genau, lass dich einfach... Lol, Flo, ich habe gerade ein Archiv mitbekommen, weil du dieses Teil aufgesetzt hast. Lol, ich habe Adamantium-Ohr bekommen. Was? Ja, Mann, Alter, ich hab voll viel. Hey, was hast du jetzt? Gib mir noch ein bisschen Iron was. Iron Fishing Rod. Guck dir das mal an. Was du gibst mir jetzt mal ein bisschen was ab. Ja, guck dir das an. Was hast du denn alles bekommen? Hier hast du. Ich hab Iron Ore und eine Copper Axe. Voll die spannenden Sachen. Stone Pickaxe, Pine Saplings, Flo. Hier, Tamara Root. Dann haben wir hier noch Holzflo. Haben wir hier. Okay, gut, du kriegst ja schon die coolen Sachen. Ich will cool Helmet. Ich möchte den Bronzer Helmet haben. Da du kannst Cobblestone haben und Dirt und eine Copper. Ich habe so eine Iron Fishing Rod. Willst du die mal haben? Die denkst du super. Denkst du Peters respawned? Weiß ich nicht, ob Peter respawned ist, aber das sieht um ehrlich zu sein, Flo, ich kann mir langsam irgendwie ein bisschen deuten, ne, wieso das hier so rot ist und wieso das keine Lava ist. Hey, wieso ist das so rot, Roman? Das ist Ja, wenn du jetzt mal wirklich so richtig überlegst und das so von dem Grab so weggeht, dann ergibt das irgendwie einigen Sinn. Also Roman, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Weißt du, was wir machen, Flo? Nehmen den Grabstein mit und stellen ihn bei uns zu Hause auf, weil ich den cool... Ich will Roman, ihn mitnehmen. Lol, wo ist er hin? Habe ich ihn kaputt gemacht? Roman? Nein, da habe ich ihn. Der Peter, ist cool. Peter, lol, Roman. Ja, Roman, was ist los? Würde Peter das sehen, würde dich jetzt killen. Ja, nee, Peter sieht das schon nicht. Peter ist der Lol, ich hab Green Potion. Replenishes Hunger. Cool, die ist cool. Alter, kannst du mir mal ein bisschen geiles Zeug geben? Ja, warte, hier hast du Holz. Nein, Flo, hör auf, sonst leuchte ich dir hier den Weg. Aber ich muss auch irgendwie leveln. Leute, ich bin gederankt worden. Ich bin nur noch Level 3 statt 4. Noob. Lol. Hey, jetzt ohne Spaß, ich war Level 4. Jedenfalls, wir haben jetzt Leiche von Peter gefunden, beziehungsweise den Grabstein von Peter, und den haben wir jetzt einfach mal mitgenommen. Und ich würde mal sagen, das war's, glaube ich, mit der Folge für heute. Die nächste Folge gibt's dann wieder wie normal bei Flo, ne? Schaut da auf jeden Fall wieder vorbei. Flo hat das Blut von Peter mit eingesammelt und das ist ehrlich gesagt sehr eklig. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und haut da rein, Leute. Ciao, bis zur nächsten Folge.